the one true gift. Ha! Und das wirst du auch sein, mein lieber Grimgok Eisenpelz. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Total War Warhammer 2. Ja, Grimgok hat es gerade eben am Anfang schon gesagt, er wird die Nummer 1 sein. Und deswegen heißt dieses Format, ich bin da Größten. Es ähnelt so ein kleines bisschen dem, was ich gerade eben noch parallel aufgenommen habe im Livestream vor vielen, vielen Wochen und zusammen mit Tante Günner stattgefunden hat, wo ich Skarsnik und er Grimgorg spielt. Aber verwechsel das Ganze nicht. Ich habe hier im Grunde einen komplett eigenen Ansatz. Denn ich versuche wieder das zu machen, was mir mal jemand oder mehrere Leute schon gesagt haben. Ich soll mal wieder quasi etwas mit Lore-Hintergrund machen. Und ich habe mir gedacht, komm, machen wir das einfach mal. Bei Grimgorg fällt mir da auch schon sehr, sehr gut etwas ein. Denn Grimgorg ist ja unter anderem dafür bekannt, dass er bei der Schlacht um Middenheim, beim Sturm des Chaos, der Chaoshorde in die Flanke gefallen war. Denn Grimgorg hatte nämlich noch eine alte Rechnung mit dem Chaos offen, als er damals gegen Krom den Eroberer verloren hatte. Er hat das nicht auf sich sitzen lassen und hat deswegen ja, seine harte Horde geformt, die komplett auf Goblins verzichtete. Und deswegen wird es mir auch hier, wir haben jetzt hier mehrere Sonderregeln, nicht gestattet sein, Goblin-Einheiten zu rekrutieren. Genau genommen darf ich nicht einmal das Kamikaze-Katapult haben. Das werden wir am Anfang löschen. Das hier muss eine harte Horde sein. Also nur das, was ein echter Ork ist, darf in seiner Armee sich befinden. Zumindest in seiner Hauptarmee. In den anderen Armeen ist das Ganze nicht so eng zu sehen, aber und heute brauchen wir schließlich auch Goblins, die für sie das Wasser tragen, ne? Aber in seiner Hauptarmee sind nur Orks erwünscht. Darüber hinaus gibt es noch weitere Regeln, die ich mir überlegt habe. Nummer 1, er will der Größte sein. Das heißt, er misst sich ständig mit denjenigen, die ja aus seiner Sicht die Größten sind. Das heißt, ich schaue immer auf die Diplomatie. Wer ist gerade eben die stärkste Fraktion, die ich persönlich mit ihm kenne? Also zum Beispiel das Imperium oder zum Beispiel die Zwerge und so weiter und so fort. Und denen muss Grimgorg auf jeden Fall sofort den Krieg erklären, denn er fährt auch mit offenem Visier. Und ich muss dann auch meine Hauptoffensivbemühungen, sofern ich gerade eben dazu in der Lage bin, eine Hauptoffensivbemühungen durchzuführen, gegen diese Fraktion richten. Alles andere wird für Grimgorg, also seine eigentliche Hauptarmee, zweitrangig. Zweit-, Drittarmeen und so weiter und so fort, die dürfen sich gerne um die Verteidigung kümmern, aber seine Hauptarmee muss sich mit ihm zusammen eigentlich immer um den Hauptgegner kümmern. Und das Ganze gipfelt dann bis zu dem Moment, an dem dann die legendäre Chaos-Invasion über das Land hereinbricht. Da wird Grimgorg das tun, was er laut Lore getan hat. Er wird gegen die Horden des Chaos ziehen, wird sich Archaon stellen, ja, und es ist seine Aufgabe, Archaon dann im Zweikampf aus den Latschen zu klatschen. Nur wird er hier das Ganze ein bisschen anders ablaufen lassen, denn wir haben vor, das Chaos zu vernichten. Es nicht einfach nur blutend am Boden liegen zu lassen, so wie er es laut Lore getan hat, was damals übrigens eine ganze Menge Diskussionen ausgelöst hat. Das fanden viele nicht glaubwürdig, dass ein Ork so etwas tun würde. Hier beenden wir, was damals, ja, so wie es aussieht, falsch überliefert worden ist. So, und deswegen starten wir jetzt ja ein sehr schwer mit legendärer Chaos-Invasion und dürfen keine Goblins in unsere Hauptarmee nehmen. Das Einzige, was ich machen könnte, ist, diese Einheit hier in eine andere sofort umzusetzen. Schauen wir mal, wie wir das Ganze jetzt hier hinbekommen. So, ich hoffe persönlich, dass dieser Ansatz euch gefällt. Ich hoffe persönlich auch. Der ist nämlich ungetestet. Ich habe keinen Playtest dazu gemacht, dass das auch so einigermaßen funktionieren wird. Wir werden eine Mischung aus vorsichtig und aggressiv spielen müssen. Ich muss bloß schauen, wie ich das Ganze hinbekomme. Wir müssen unsere Heimat sichern und gleichzeitig aber auch wiederum immer in die Offensive gehen. Das kann auf sehr schwer anstrengend werden. Schwarzfels ist euer, mein brutaler Fürst. Die Düsterlande stehen zur Eroberung bereit. Dieses Gebiet wird von niederen Grünhautstämmen dominiert. Auf den Ebenen im Westen versammeln sich die Rotzähne gegen euch, voller Zorn ob des Verlustes der Festung. Ihr müsst beweisen, dass ihr Gorfang weit überlegen seid. Vernichtet ihr die Rotzähne,
so werden sich euch zahlreiche niedere Orks anschließen, sodass eure Mobs mehr Länder erobern können. Die Kurzlinge aus den Bergen in eurem Umfeld geben reichlich Jagdbeute her. Eure Feinde sind kriegslüstern und beugen sich nicht kampflos eurem Willen. Zähmt sie, brecht sie oder vernichtet sie. Ja, wir werden sie auf die eine oder andere Art und Weise hoffentlich überwinden. So, also zunächst einmal müssen wir jetzt natürlich erstmal hier für klar Schiff sorgen. Das ist absolut klar, ne? Wir sind Grimgorgs harte Horde, haben Schrott, War und Tunnelnetzwerk. Das sind unsere Spielmechaniken. Wir haben eigentlich jetzt schon zwei Einheiten, die für uns de facto illegal sind. Aber betrachten wir das Ganze jetzt hier erstmal in der ersten Runde, weil wir, ansonsten hätten wir überhaupt gar keine Chance. Wobei, nee, wir könnten es einfach nicht ernst nehmen. Wir nehmen es wirklich todernst, würde ich sagen. Das macht die Sache bloß noch anstrengender. Wir kämpfen gar nicht erst damit. Grimgorg hat gerade eben die Eingebung gehabt, dass diese drei Einheiten für ihn völlig nutzlos sind. Ich weiß, dass Kamikaze-Katapulte geil sind, Leute. Aber wir spielen jetzt einfach mal so nach der Lore. Keine Gobbos in der Armee von Grimgorg. Deswegen ziehen wir uns jetzt erstmal hierhin zurück. Und schauen jetzt erstmal, dass wir jetzt hier das eine oder andere hier gewuppt bekommen. Wir müssen hier Wachstum reinklabastern. Das ist eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Und jetzt kann ich hier auch endlich richtige Orkse, naja, Billo-Orkse, aber es sind richtige Orkse, mir holen. So, wir können uns jetzt hier einen zweiten Kommandanten holen. Nicht mehr überlegen, der wäre dann hier in Raserei. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Das heißt, der würde mehr Waffengrundschaden machen, mehr Angriffsbonus, mehr Nahkampfangriff. Idee finde ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Also gut, wir holen uns hier noch seinen Supertänzer. Der die anderen Einheiten hier übernehmen soll. Das wäre mir gerade eben sehr recht. Ich habe keine Ahnung. Der kommt momentan nicht an mich ran. Okay. Der soll auf jeden Fall die Gorbos von mir übernehmen. Ne? Also wir geben diese Einheiten nicht völlig auf. Das wäre absoluter Wahnsinn. Wäre auch so, als ob er sie quasi töten würde. Nee, nee, er verweist sie einfach aus seiner Horde. So, wir wollen hier natürlich dahin, um die ganzen Grünhäute noch zu verbessern. Aber erstmal müssen wir für Wachstum sorgen. Ne? Wir sind jetzt an dem Punkt, an dem Grimgorg seine harte Horde formt. Das ist quasi mehr oder weniger zu Beginn des Sturm des Chaos passiert, nachdem er halt diese Erkenntnis erlangt hat, dass Gobbos für ihn halt völlig nutzlos sind. So, jetzt schauen wir mal. Wer ist denn jetzt hier momentan aus seiner Sicht hier die stärkste Fraktion? Momentan sind es hier die Blutspeere. Ja, es sind tatsächlich die Blutspeere. Die sind für ihn hier gerade eben ein echtes Ärgernis. Und deswegen muss ich denen jetzt hier gerade den Krieg erklären. Nach diesen Regeln. Seht schon, das wird ein bisschen komplexer. Und ich muss da recht aufmerksam damit sein. Und das könnte dann mit der Zeit sogar auf ein This is Total War hinauslaufen. Auf ein unfreiwilliges. Je nachdem, wie weit wir dann schon quasi in der Nummer drin sind. So. Aber irgendwie ist es auch passend, dass er den anderen Grünhäuten jetzt erstmal den Krieg erklärt, weil er sie für nichtswürdige Spacken hält. Ach, jetzt habe ich hier versehentlich einen... Oh! Ich habe einen Helden herangeholt und keinen Kommandanten und ich habe mich gerade eben schon gewundert. LOL! Ja, hätte ich auch mal besser aufpassen sollen, ne? Also gut, dann nehme ich doch mal hier, was ist das denn? Folterer, der hier ermöglicht Giftattacken. Ja, wir haben jetzt hier nicht so viele Möglichkeiten. Das ist eigentlich keine gute Kombination, aber ich nehme den jetzt hier trotzdem mal. So, du gehst jetzt erstmal dahin, gibst jetzt hier mal dieses nutzlose Gefieche ab. Was andere als Goblins bezeichnen. Und machst dich jetzt erstmal wieder in diese Richtung auf. Holst jetzt hier nochmal ein paar Orkse. Ja, das könnte auf Dauer jetzt hier echt ein bisschen anstrengend werden mit der Kohle, ne? Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt hier uns nicht übernehmen. Wir müssen schauen, dass wir bald ans Gold rankommen. Na, also wir gehen jetzt sehr, sehr orkisch vor. Orks sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie hochtrabende, keine Ahnung, fiskalisch-logische Entscheidungen treffen. Definitiv nicht.
So, deswegen ist es mein Plan, jetzt erstmal hier hingehen. Ah, warte mal, der ist immer noch hier. Ja, es ist immer noch die Anfangsarmee, die ich hier schlagen soll. Und da gehe ich jetzt hier daran, das sind jetzt hier die Oberharten. Und er beweist jetzt, dass diese Gobbos nutzlos sind. So, na, ich finde es gar nicht schlecht, dass ich jetzt hier diesen Kollegen hier schon rekrutiert habe, den Ork-Helden. Das passt eigentlich. So, den Watsumba. Netter Name eigentlich. So, du gehst dahin. Dahin, ja, fighting is life. Manchmal ist es auch das. Dann machen wir uns mal auf hier mit unserer harten Horde. Naja. Die Ork-Jungs sind jetzt noch nicht so hart, aber der hier sieht schon ziemlich hart aus. Mamma mia. Ich denke, das kann ich jetzt hier mal gerade eben beschleunigen. Die haben anscheinend gar nicht großartig vor. Moment. Greifst den da an. Greifst den da an, du gehst dahin. Greifst den da an. Greifst den da an und die beiden Helden klatschen den da. Das ist jetzt hier die Aufstellung. Du gehst noch da drüben hin. Und sobald sie in Feuerreichweite sind, schieße ich, renne ich ab jetzt. Muss ja nicht sein, dass wir uns jetzt hier von denen wegballern lassen, ne? Das sind auch Ork-Jungs, sehe ich gerade eben. Okay. Im Grunde ist diese Schlacht schon so gut wie gewonnen, weil die KI sie jetzt, ja, sie hat zwar den Highground teilweise, aber sie nutzt sie nicht wirklich clever. So, und jetzt gehen wir aber mal hinten rein. Jetzt machen wir ihn hier mal schlecht. Dann hat er richtig Probleme. Und sobald jetzt hier alle im Nahkampf sind, dürfte sich auch unser War-O-Meter aufbauen. Ja, er hat seinen War schon angemacht. Natürlich darf die KI das auf der Schwierigkeit führen. Ja, jetzt machen wir unseren War mal an. Der dreht hier hoffentlich mal das Kampfgeschick. Ja, der Gen von denen ist schon erledigt. Die Oberharten haben sich einfach durchgemäht. Im Grunde ist die Schlacht schon so gut gelaufen. Wie wir gerade eben sehen. Ja, der soll sich ruhig zurückziehen. Was soll ich da noch machen? Hinterher zu rennen bringt ja nichts mit Kronbox. Boah, die haben ganz schön Federn gelassen dafür, dass die hier gegen Goblin-Bogenschützen kämpfen. Ich will's mal nur erwähnen, ne? Ich bin da ehrlich gesagt gerade eben schon ein bisschen erschüttert. So, ich lasse jetzt hier mal die Schweinereiter jetzt hier nochmal ein bisschen was abfarmen, ey, aber wir sehen mal wieder, ne, die Ork-Wildschweinreiter sind halt echt nicht gut, ey. Die haben so beschissene Werte, mein Gott. Warum? Die Frage muss erlaubt sein. Ich frage mich das jedes Mal, wenn ich das sehe. So, komm schon, Galöppel, Galöppel. Ja, Grimgorg ist sogar verhältnismäßig schnell. Der ist schneller als der Standard-Ork. Das kommt überraschend. So, nach der Aktion kann ich jetzt hier beenden. Knapper Sieg, aber immer noch ein Sieg. Ausgezeichnet. Ja, und die sind immer noch komplett voll. Die haben 104 Kills gemacht. Haben sich hier richtig gut durchgemetzelt. Und er hat auch noch 44 Kills gemacht.
So, und natürlich müssen wir bei ihm jetzt hier erstmal auf die Ich bin da Größten gehen. Das heißt, wir müssen im Grunde, also gut wie alles. Oh, warte mal, ich hole mir lieber die Kohle. Extra Kohle for the win. Wir müssen ihn einfach selber verbessern, so gut es geht. So, jetzt gehen wir da hin. Der hier wird angreifen. Na, er ist einfach knüppelhart, der Typ. So. Und etwas, was ich normalerweise nicht tun würde, aber hier mache ich es tatsächlich. So, hier der schwarze Dark Boss ist auch gut dabei. Hier brauchen wir noch einen Turn. Hat sich die Situation eigentlich verändert? Nope. Die sind auch gar nicht mehr die stärksten hier. Karak Azul ist jetzt der stärkste Verein. Ja, mit denen haben wir schon Krieg. Das kommt mir ehrlich gesagt sogar gelegen. So, wir werden uns jetzt hier erstmal wieder zurückziehen. Wir müssen ja unsere Ork-Horde vergrößern. Wobei ich jetzt hier gerade eben schon feststelle, dass sie wahnsinnig sind. Und ich bin bereit, das hier einfach mal zu berechnen. Jawohl. Haben sie sich selbst gelöscht? Ja, und da kommt jetzt die Konföderation. Das hat mir so einige Probleme eingespart. Und damit haben wir schon mal unseren Grundstein hier gelegt. Denn die ganze Provinz hier gesichert. Dumm. Erste Mission. Schlacht an den Donnerfällen. Rüstung des Glücksritters. Dann kann ich einen Nachtgoblin-Schaman rekrutieren. Aber der ist ja für mich sowieso verboten. Denn Goblins sind nutzloser Abschaum. So, du gehst jetzt erstmal da rein. Dann ist der hier natürlich auch knüppelhart. So, und damit ist diese Stadt jetzt ja fertig und wir können hier das Gold endlich abbauen. Das hier brauche ich nicht, das ist total umsonst für uns. Ich will hier ehrlich gesagt noch gar keine großartige Sicherheit haben, denn ich möchte natürlich Grimgorg hochfarmen. Damit er auch weiterhin knüppelhart bleibt, ne? Trolle sind übrigens erlaubt. Aber halt keine Goblins, ne? So, Nachtgoblin-Schamane wäre verboten, aber ein Ork-Schamane wäre erlaubt. Ja, wir brauchen jetzt erstmal mehr Kohle. Das ist einfach der Punkt. Wir brauchen mehr Kohle. Wir müssen auch so schnell wie möglich da hoch zu den besseren Einheiten uns farmen. Das heißt jetzt, ich kann jetzt hier auch zum allerersten Mal mir ein paar Fernkämpfe in meine Ork-Horde holen. Und damit machen wir hier nochmal die Ork-Infanterie nochmal ein bisschen besser hier und sorgen dafür, dass sie Schrottverbesserungen haben kann. So, gucken wir nochmal hier in die Diplomatie. 61 ist jetzt das Beste. Oh, 23, ja, 23 ist... Es bleibt dabei. Clan Mors ist zum Glück nicht an ihnen vorbeigezogen. Für mich ist es gerade jede Runde so ein kleines Glücksspiel. Wie vielen ich hier noch den Krieg erklären muss. Wisst ihr, das ist so... Es wird schwierig für uns werden, nicht Angriffspakte zu machen. Die machen wir höchstens mit den Weicheiern. Und sagen, ihr seid es gar nicht wert, dass ich auf euch drauf trete. So in der Art. Koksfest. Das habe ich ja hier schon. Ich mache das mit den Eisenfelsen hier besser. Und das hier noch besser. Mehr Einkommen ist immer gut. Okay. Spalter, mehr Schaden machen ist nicht blöd, aber ja, er ist eigentlich schon ziemlich gut im Nahkampf. Lasst uns mal dafür sorgen, dass er noch mehr Damage macht. Gerade am Anfang spielt das noch nicht so die mega große Rolle. So, die kann ich jetzt hier noch nicht verbessern. Wir sehen jetzt hier, da kann ich irgendwann nochmal einen Bonus gegen Infanterie holen. Hier nochmal... Oh, verursacht Angst. Oh, Baby, das ist aber echt gut. Das ist wirklich gut. So, dann hätte ich hier ganz, ganz gerne die Truppe hier schneller. Barak war ist auf Platz 17. Okay.
Diese Schlacht hier wäre ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, wenn ich die schlagen könnte. Aber ich brauche dafür halt erstmal nochmal eine größere Horde. Und ich muss jetzt natürlich erstmal hier mein Domizil sichern. Na toll, so viel dazu. Warum habe ich keine Einheiten? Ich verstehe es nicht. Wir werden es gleich wissen. Ich glaube, ich habe irgendwas abgerissen, oder? Okay, hat sich wieder nichts verändert. Also diese diese Zwerge hier, ne, das ist momentan eigentlich unser Hauptziel. Aber wir greifen natürlich nicht wahnsinnig an. Ne? Wir haben natürlich schon das Recht, uns erstmal eine Armee aufzubauen. Völlig untaktisch oder unstrategisch gehen die Grünen heute ja auch nicht vor. So. Das hier mir jetzt hier zu holen, wäre immer noch ziemlicher Wahnsinn. Ich brauche nochmal eins davon und ja, nochmal mehrere davon. Mhm. Oh, die sind jetzt so nichtswürdig. Platz 12. Die Zwerge gehen ja gerade eben so ein bisschen so ein Wettrennen miteinander ein. So, wer von uns ist eigentlich derjenige, der am härtesten Truppen pumpt und Wirtschaft pumpt? Was will denn der von mir? Nö, ich mach keine nichts anderes Pakte. Zumindest nicht so ohne weiteres. Warum soll ich mit so einer wertlosen Ratte überhaupt reden? Grimgorg zieht es vor, die Option für sich zu behalten. Ob er etwas angreift. Ob er etwas würdig erachtet. So, hier fehlt mir natürlich immer noch die Kohle. Ja komm, noch eine weitere Einheit. Und dann sind wir hier schon auf einem guten Weg. Uns fehlen natürlich immer noch Magier, aber das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir Magier haben. Wir machen jetzt hier zum Glück Gold. Mehr Gold wäre besser. Aber das kommt alles noch mit der Zeit. Beute nach der Schlacht. Rekrutierungskosten reduzieren. Das verbessert mir auch noch die Orks mit der Zeit. Da kommt es hier tatsächlich an die Zwergenarmee an und möchte Charakdron angreifen. Das werden sie wahrscheinlich sogar mit Erfolg hinbekommen. Ach ja. Aber sie haben es nur geplündert. Ja, doch noch eingenommen. Okay. Doch noch eingenommen. Das ist natürlich jetzt ätzend. Frage ist, ja komm, ich marschiere da jetzt wirklich drauf los. Hier kann ich noch rekrutieren. Mehr als zwei kriege ich nicht rein, aber ganz im Ernst, es muss reichen fürs Erste. Jetzt haben wir nämlich auch wirklich einen Grund, gegen die hier loszuschlagen. Ist hier nämlich freiwillig zu uns gekommen. So, Clan Mors ist auch schon auf Platz 12. Die sind noch auf Platz 31 runter. Aber sie sind nahe genug dran. Betrachten wir es als einen Übungskampf. Bin gespannt, was sie tun. Da oben waren ja auch noch hier die Blutspeere. Keine Ahnung, ob die auch noch irgendwas tun. Toll! Ich hatte eigentlich nicht vor, das jetzt hier anzuklicken. Ich weiß nicht mal, was es war. Das Spiel ist mal wieder extrem geil darin. Ich wollte gerade eben hier draufklicken und dann kommt... Oh, ey, ohne Witz. Also diese aufplöppenden Dinger da, die... Ah. Ich habe die bescheidene Vorgehensweise genommen. Na toll, eigentlich hätte ich das hier nehmen müssen. Das war jetzt wirklich ein Versehen. Ärgerlich, gleich schon in der ersten Folge. Aber das ist halt das Spiel. Was soll ich machen? Nee. Und Batsch. Ja, ich tue das hier plündern und besetzen natürlich. Euer Gebiet wächst, wilder Fürst. Doch gibt es noch viel mehr zu erobern. Er ist ein Witzbold, ne? Das Gebiet wächst. Mhm. Ich hab's wieder zurückerobert. Let's go. Ich hab das Gefühl, der Typ passt nicht mal auf. Was hier eigentlich passiert.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, noch mehr Spalter Power. Was mache ich mit ihm hier? Nee, der. Ich könnte ihm ein Wildschwein geben, aber das will ich noch nicht. Ich will, dass der erstmal hier schwer zu treffen wird hier. Die Helden sind dafür ja sehr gut geeignet. Mehr Geld ist nicht drin. Jetzt kann ich ja nochmal eine weitere Einheit hier mir gönnen. Ich bin nur überlegen, komm, wir holen uns nochmal eine weitere Nahkampfeinheit. Okay. So. Ich werde jetzt nicht jede Runde die Diplomatie gucken, aber so relativ regelmäßig. Wenn wir jetzt jede Runde quasi immer alle abklappern, dann ist es auf Dauer auch ein bisschen langweilig. Ich glaube auch nicht, dass er so... Dass er so perfide das immer so planen würde. Zum Gorken glaube ich ehrlich gesagt nicht. Jetzt schauen wir mal. Aber diese Runde könnten wir mal wieder schauen. Zahnzieher 85, letzte Bette 14. Oh, Carrot the Carrick. Hi, diddly ho. Why is there groby scum in my breath? Ich hab dann mal unhöflich angeklopft, ne? So, warte mal. Das ist doch tatsächlich jetzt hier Feindesgebiet, ne? Meine Gelegenheit, um hier mal ein bisschen Geld zu verdienen. Okay, er hat ja auch jetzt ein Level up. Marschierer brauche ich bei ihm nicht. Der wird eher so der Anführer-Dude. Start the war! Okidoki. Das will ich noch nicht. Ne, will ich nicht. Er hat sich jetzt hier neben mich gestellt. Aber ganz im Ernst, es ist mir egal. Weil das Spielchen kann man auch zu zweit spielen. Plünderers! Die blöden Gits haben sich Sachen vom Boss, wie heißt er doch noch gleich, gemopst. Das sollten sie wir nicht tun. Wir haben den Pakt geschlossen und so. Was machen wir jetzt? Geld. Was machen wir jetzt? Geld. Kann ich nur hoffen, dass ich jetzt hier nicht abgefangen werde. Das wäre natürlich jetzt ideal. So, wie gesagt, ich spiele das Spielchen, dasselbe Spielchen jetzt wie er. Wenn er der Meinung ist, dass er das jetzt hier angreifen will, dann soll er doch. Für mich ist eigentlich nur der Schwarzfels gerade eben wirklich eine absolute Bedeutung. Und wir werden jetzt hier die Squeakhornberge in der nächsten Runde angreifen, es sei denn, er kommt zurück. Dann machen wir das nicht. So, hier verbessere ich jetzt mal Verteidigungsanlagen. Und ja, jetzt haben wir auf jeden Fall mal lange, lange Zeit, glaube ich, mit dem Stärksten jetzt hier schon mal Krieg. Was machen denn die Bartträger jetzt? Ja, sie machen das, was ich erwartet habe. Die haben das jetzt hier eingenommen. Das soll mir recht sein. Jetzt werde ich ihnen halt ein bisschen, was ihre eigene Hauptstadt angeht, so ein bisschen aufs Dach steigen, ne? Die wollen einen Nicht-Angriffspakt. Ne, mach ich nicht. Wertloser Goblin. So, wir zahlen jetzt weniger für unsere Rekrutierung, haben jetzt für ihn ja auch nochmal ein Level up. Können noch mehr Kampftraining jetzt hier an den Mann bringen, oder in dem Fall an die Grünhaut. Und attackieren jetzt hier diese Siedlung hier. Das ist die Gelegenheit, um noch mehr Kohle zu bekommen. So, dala. Kann sogar danach noch laufen. Das ist doch sehr erfreulich. So, nachdem ich jetzt hier den Spalter gemacht habe, will ich das... Erst nehmen wir mal den Marschierer, oder? Nee, er ist ein sehr egomanischer Typ. Zumindest, wenn ich ihn jetzt hier gerade spiele. So, Schwarzfels geht jetzt hier auf die dritte Stufe hoch. Bin gespannt, was jetzt die hier machen.
Das hier kann ich momentan nicht machen, da fehlt mir genau ein Punkt. Wir machen jetzt aber das da, weil das bringt uns auch noch hier die Möglichkeit, hier unsere Nahkampfinfanterie insgesamt zu verbessern. Ihr seht, da müssen wir tatsächlich durch. Aber Leute, wie das Ganze klappt, erfahren wir dann beim nächsten Mal. Oh Gott, das könnte hart werden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und Ade.